diesem Video geht es unter anderem darauf hinzuweisen, dass sich der Blick der Menschen auf die Wirklichkeit und damit auch auf ihre eigene Welt im Laufe der Zeit verändert. Der Begriff Weltsicht umfasst die Vorstellungen bzw. Ansichten der Menschen unter anderem hinsichtlich ihrer Werte und damit beispielsweise auch ihrer Sichtweise zum Sinn des eigenen Lebens. Diese Sichtweisen enthalten unter anderem auch Erklärungen dazu, warum sich bestimmte Dinge in gewisser Art und Weise ereignen und entstehen. Man spricht in diesem Zusammenhang von sogenannten Erklärungsmustern. Je nach Sichtweise können beispielsweise religiöse, physikalische, historische, gesellschaftliche und psychologische Erklärungsmuster entstehen. Je nach Individuum, Gruppe, Gesellschaft und Elite können unterschiedliche Weltsichten nebeneinander bestehen. In diesem Sinne gibt es in einer pluralistischen Gesellschaft folgerichtig auch mehrere Weltsichten. In jeder Epoche der Geschichte gibt es Fragestellungen, Antworten, Sichtweisen und Erklärungsmuster der Menschen, die typisch für die jeweilige Zeit sind. So stehen heute beispielsweise Themen wie die Auswirkungen des Klimawandels, der modernen Medien, der hohen Staatsverschuldung und Arbeitslosigkeit im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. In der Folge werden die drei historischen Erklärungsmuster der kosmozentrischen Weltsicht, der theozentrischen Weltsicht und der anthropozentrischen Weltsicht besprochen. Heute wird angenommen, dass die kosmozentrische Weltsicht bereits schon in der Antike von einigen Denkerinnen und Denkern vertreten wurde. Der Begriff kosmozentrisch setzt sich aus dem altgriechischen Wort Kosmos für Weltordnung und dem lateinischen Wort Zentrum für Mitte zusammen. Vertreterinnen und Vertreter der kosmozentrischen Weltsicht gehen davon aus, dass alles in der Welt miteinander zusammenhängt und sich dadurch auch gegenseitig beeinflusst. Durch die Feststellung von Ursache und Wirkung dieser Zusammenhänge kann die Weltordnung beschrieben und erklärt werden. Ziel der Menschen ist es, anhand der Untersuchung der Zusammenhänge diese Weltordnung zu untersuchen. Eine Grundvoraussetzung für das Erkennen der Wirklichkeit ist, dass die Welt Wirkungszusammenhängen unterliegt. Wenn dies nicht der Fall wäre, könnten beispielsweise keine Naturgesetze beobachtet und festgestellt werden. Dies würde dann wiederum bedeuten, dass Dinge rein zufällig vorhanden und nicht beschreibbar sein und damit auch nicht zuverlässig vorhersagbar sein. Die Annahme der kosmozentrischen Weltsicht sind somit eine Voraussetzung für die grundsätzliche Möglichkeit von Wissenschaft und Berechenbarkeit. Die Grundannahmen der kosmozentrischen Weltsicht entsprechen weitgehend der Art und Weise, in der sich Philosophinnen und Philosophen mit Fragen und Antworten auseinandersetzen sollten, nämlich möglichst systematisch und beharrlich. Systematisch steht für die geplante Vorgehensweise und beharrlich für die Bereitschaft, sich auch länger andauernd mit dem Entwurf von Fragen und der Erarbeitung von Antworten auseinanderzusetzen. Im religiösen Bereich gehen einzelne Vertreter der kosmozentrischen Sichtweise davon aus, dass die Menschen unter anderem in Form der Wiedergeburt einem ewigen Kreislauf unterworfen sind. Im Mittelalter war in Europa unter besonders vielen Menschen die sogenannte theozentrische Weltsicht weit verbreitet. Der Begriff theozentrische Weltsicht setzt sich aus dem altgriechischen Wort Theos für Gott und dem lateinischen Wort Zentrum für Mitte zusammen. Grundvoraussetzung für diese Sichtweise ist der Glaube an den christlichen Gott. Gott stellt das Zentrum des menschlichen Denkens dar. Gott ist der Ausgangs- und Endpunkt des Denkens. Alles dreht sich letztlich um religiöse Vorstellungen und Begründungen. Gott steht in dieser Sichtweise im Zentrum des Lebens, des Denkens und der Welt. Die Mehrheit der damaligen Menschen geht davon aus, dass die katholische Kirche mit ihrer sogenannten Lehrmeinung beispielsweise hinsichtlich der überlieferten Sichtweisen der Kirchenväter, Heiligen, Päpste und der Heiligen Schrift, also der Bibel, die zutreffenden Ansichten über die Welt vertritt. In
der mittelalterlichen Gesellschaft steht für viele Menschen weniger das Selbstdenken im Vordergrund als die Orientierung an den Vorstellungen und Vorgaben der damaligen Autoritäten. Es werden in diesem Zusammenhang neben den kirchlichen, wie zum Beispiel Papst, Bischöfe und so weiter, auch weltliche Autoritäten wie Kaiser, Könige, Fürsten und so weiter anerkannt. Heute gehen die meisten Menschen in Europa davon aus, dass die Existenz Gottes weder bewiesen noch wieder belegt werden kann. Philosophie und Religion bilden dann keinen Widerspruch, wenn religiöse Menschen die Grenzen menschlicher Erkenntnis anerkennen und sich der Hilfe philosophischer Methoden wie etwa der Logik bedienen, um mögliche Widersprüche im Bereich des Glaubens aufzuzeigen. In diesem Sinne kann auch die Aussage des mittelalterlichen Theologen und Philosophen Thomas von Aquin verstanden werden, der die Philosophie als Dienerin der Theologie bezeichnet hat. Die anthropozentrische Weltsicht stellt den Menschen in das Zentrum seines eigenen Denkens. Der Begriff anthropozentrisch setzt sich aus dem lateinischen Wort Zentrum für Mitte und dem griechischen Wort Anthropos für Mensch zusammen. Die anthropozentrische Weltsicht trat in Europa bereits in größerem Ausmaß in der Antike auf und wurde dann ab der Renaissance im 15. Jahrhundert zunehmend einflussreicher. Vertreterinnen und Vertreter dieser Weltsicht betonen, dass es einerseits der Mensch selber ist, der Fragen stellt und andererseits dann auch Antworten auf diese Fragen sucht und zu geben versucht. Dieser Sichtweise folgend bekommt für viele Denkerinnen und Denker der Mensch auch als Entscheidungsträger eine zunehmend größere Bedeutung. Der Mensch wird nun vermehrt als Beherrscher der Welt betrachtet. Damit geht einher, dass Gott und die Religion für eine zunehmende Anzahl von Menschen nicht mehr wie noch im Mittelalter alle Fragen beantworten können. Einige Denkerinnen und Denker gehen dann letztlich dazu über, die Existenz Gottes zu hinterfragen. Friedrich Nietzsche meinte dann im 19. Jahrhundert schließlich in seiner 1882 erschienenen Schrift mit dem Namen Fröhliche Wissenschaft: Wohin ist Gott? Rief er. Ich will es euch sagen, wir haben ihn getötet, ihr und ich, wir alle sind seine Mörder. Diese in Europa beobachtbare Wendung weg von Gott und der Hinwendung hin zum Menschen wird als die sogenannte anthropozentrische Wende bezeichnet. Ein bekannter künstlerischer Ausdruck dieser anthropozentrischen Wende ist der Ausschnitt aus dem Deckenfresko der sogenannten Sixtinischen Kapelle im Vatikan in Rom, mit der Bezeichnung Die Erschaffung Adams. Der Maler Michelangelo Buonarroti entwarf ein Bild, in dem er unter anderem den Gottvater Adam als ersten Menschen und Putten, also Engeln, abbildete. Unter dem linken Arm des Gottvaters wird von Michelangelo eine junge weibliche Gestalt dargestellt, die noch ungeborene Eva. In diesem Bild wird als Handlung gezeigt, dass Adam seinen linken Zeigefinger dem Gottvater entgegenstreckt und dieser mit dem ausgestreckten Zeigefinger den Adam zum Leben erweckt. Von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang unter anderem, dass Adam in keiner ehrfürchtigen, sondern in einer überaus selbstbewussten bzw. lässigen Körperhaltung Gott begegnet. Es entsteht unter anderem der Eindruck, dass sich Gott dem Menschen zuwendet. Dies ist umso erstaunlicher, da in den vorhergehenden Jahrhunderten in Abbildungen Gott dem Menschen überwiegend von oben herab als Herrscher begegnet und nicht wie bei Michelangelo beinahe auf gleicher Ebene.